Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Wir gehen jetzt hier noch rein in den letzten Tag der Winter Challenge und ziehen das jetzt mal hier noch durch. Und dann gucken wir mal. Normalerweise müsste ich ja jetzt noch diese dritte Stufe auch noch zusammenbekommen. Und mal, was jetzt passiert. So, also dann lege ich mal los. Ja. Not that great. Von der Gilde Gojira. Fangen wir mal an hier mit einem Bob. Sorry, bin ein bisschen erkältet. So. Normalerweise macht er jetzt 32 Schaden. Dann fange ich jetzt an mit dem Dr. Bombenstein. Dann hoffe ich, dass ich den relativ schnell dann down habe. Das könnte ich jetzt mit dem Leon Petard machen. Das wäre unter Umständen auch eine gute Wahl. Auch um gleich hier noch den Push zum Dr. Bombenstein zu machen, dann bleibt nämlich da oben gar nicht mehr viel übrig. Ich jetzt hier noch den Straßenräuber Bender spiele. So, dann sollten wir dieses Match eigentlich ziemlich sicher gewonnen haben, mit Leon Petard noch hier an der Seite. Ja, und dann haben wir das auch gepackt. Das Match haben wir gewonnen. So, ich brauche jetzt tatsächlich noch ein paar Punkte. Sapin Sky Matt. Ja gut, viel Auswahl habe ich da jetzt aktuell ehrlich gesagt nicht. Ich hätte jetzt hier Gagaball könnte ich auch spielen. Wir fangen mal mit Eugene Belcher an. Dann hoffe ich, dass der jetzt nicht. Okay. Zwanzigfach Gas. 23-fach Gas. Aber der käme nicht durch. Ja? Seht ihr ja, hier käme ich aber durch die Mauer durch und könnte meine Gasattacke platzieren. Ich würde zwar jetzt hier gegen den Nasalspray Peter erstmal verlieren, aber nichtsdestotrotz ist er nach einer weiteren Runde dann down. So. Wundert mich jetzt, dass er immer noch lebt. Und dass da auch gar nicht so viel Schaden irgendwie passiert ist. Vor allem, wo er jetzt die Leben mehr bekommen hat. Von der Tina alleine kann es nicht sein. 6 Leben hat er jetzt noch. Ja, und da hängt schon mein Tablet auch schon wieder ein Stück weit auf. Bringt ja jetzt alles nichts. Ich muss jetzt auf jeden Fall eine Karte spielen, wo ich dann wo in der nächsten Runde auch noch da ist. So. Jetzt haben wir allerdings schon Stuffing Academy is not rocket. Fashion Nice Dream. Das könnte unter Umständen jetzt echt nochmal interessant werden. Hier kriegt er jetzt einen 17-fach Push zur Seite für den berauschten Legman. Ist zwar jetzt down, das weiß ich, aber. Jetzt wollen wir mal mit dem Roger.
Der Roger sollte jetzt in dieser Runde auf jeden Fall da oben mit dem Push dann auch die Karte wegbekommen. So. Jetzt komme ich mit dem Mr. Deliver noch an. So, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das sieht jetzt gerade nicht so optimal aus. Das Problem ist, hier oben wird mir mein Tiegel jetzt auch wegfliegen. Das ist weniger schön. Muss erstmal hier wieder blocken. Ja, und das habe ich nicht mehr schaffen können. Ja. Machen wir gleich das nächste Match. Viertausendfünfhundert brauche ich noch. Ich glaube, ich schaffe die nächste Stufe nicht mal. So, gegen Liu Gück von den Elysian Fields. Wenn das so weitergeht, schaffe ich die nächste Stufe nicht. Dann kommt er mit Chicken Fight. Das ist natürlich jetzt auch wieder mal 36, würde das machen. Da käme man zumindest nicht durch. Ich könnte mich selbst wieder hochheilen und nach einer Runde wäre dann Chicken Fight down. Dann könnte ich hier mit Flash and Wrestling weiterarbeiten. Das war jetzt sehr wichtig, dass Chicken Fight down ist. So, jetzt können wir auf den Gegenangriff gehen gegen Liuk. Und dann machen wir hier die Tom Landry Middle School und danach spielen wir die Tina da drauf. Und dann sollte dieses Match hier auf jeden Fall wieder gewonnen werden gegen Liu von Elysian Fields. So, das haben wir gewonnen. Ein Match gewinnen, ein Match verlieren, ein Match gewinnen, ein Match verlieren, ein Match gewinnen, ein Match verlieren. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal einen weiteren Sieg. Das ist ziemlich wichtig. Schauen wir mal, ob das überhaupt noch machbar ist, das Ganze hier. Fünf Stück. Fünf Stück mal 750, das wären 3.500, 3.750. 17.000. Das würde ja genau passen. Also wenn ich jetzt in allen fünf Matches genau 750 mache, dann würde ich theoretisch und praktisch auch tatsächlich auch. Gegen Kenny Twitty von DDD. Dann würde ich theoretisch es auch insgesamt gesehen schaffen. Chunky Blasts of Sexualkunde wieder. Und Bob Jean. Ich fange jetzt allerdings an mit einem Peter. So wie der auch. Da kommt mein Peter, dann komme ich auch mit Peter. Ja, und der kommt natürlich mit diesem Peter und dieser Peter gefällt mir ganz und gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das fängt schon mal nicht gut an. Dieser Peter tut auf jeden Fall weh. Kriege ich auch so nicht down. Dann gehe ich gleich mal rüber mit der Nina. Ich muss jetzt hier auf jeden Fall erstmal mir irgendwas einfallen lassen. So, jetzt machen wir hier diese Klobberella und dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, es wird auf jeden Fall nicht optimal laufen, dieses Match für mich. Wir der Stuffing Academy. Ja, und jetzt sind alle beiden Karten down. Wie zu erwarten war. Jetzt ist das Thema auch schon wieder durch. Jetzt habe ich das Match verloren gegen Kenny Twitty von Gigidi. Als ich den Gildennamen gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich vermute, das war es jetzt wieder gewesen. Also 750 habe ich wieder geholt.
Ja, und diese Befürchtung, die es ganz am Anfang gab, also es hieß ja ab Level 25 kriegt der Gegner pro Stufe 10% mit hinzu. Ja, diese Befürchtung ist für mich völlig irrelevant, weil da komme ich ja noch nicht mal hin. Weit entfernt von diesem Level. Oh, das ist gut. Mit dem können wir, oder Fashion Wrestling können wir. Wir schauen jetzt erstmal, was passiert. Wir könnten jetzt natürlich eine Mega-Killer-Kombo machen. Ja. Das wäre Art of War. Und eigentlich gegen den Ringer Bobby muss ich das hier machen. Weil der Ringer Bobby ist jetzt nicht so stark und da kann mein Karate-Stewie tatsächlich hier volle Granate auf Angriff gehen. Nee, Stuffing Academy. So, und damit ist er jetzt auch schon, habe ich gleich noch einen Peter, Director Peter. Ja, und das Match wird wieder gewonnen werden. Gegen Nim So Sin von Gigi Di Getu. So, okay. Wieder 750. Das muss ich jetzt durchhalten bis zum Ende, dann habe ich meine dritte Stufe erreicht und das wird das höchste der Gefühle für mich sein. Das ist das Los eines Free-to-Play-Spielers. Da merkst du dann eben, okay, da kannst du dann nicht mithalten. So. Jetzt schauen wir mal. Dritte Stufe. Ich komme. Ich jetzt Nummer 1 gewinnen würde, wäre schon mal ziemlich gut gegen Merzi von 4 The Key. Keine Ahnung. So, und jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Und zwar kein geringes. Rogers Kleiderschrank, aber nicht eine Kombo. Oh. Das Problem ist größer als eigentlich gedacht jetzt hier. Ich muss jetzt hier mit der Louise anfangen. Die könnte unter Umständen wenigstens den ersten Angriff überleben. Mit dem Peter könnte ich auf jeden Fall eine Gasattacke dann reinbekommen bei dem. Und hier mit dem da könnte ich unter Umständen dem auch noch ein bisschen Schaden verursachen. Aber jetzt muss ich erst mal überhaupt hier dazu kommen. Ach, das wird wieder nichts. Es ist jetzt egal, was ich mache. Das Ding ist gelaufen. Es ist völlig wurscht. Ich mache jetzt das hier noch. Wenigstens dann noch meine Gasattacke. Ist wurscht. Es ist völlig egal. Das Match ist verloren. Da kann man nichts mehr machen. Und da sind wir wieder bei 750. Juhu! Erinnert mich so ein klein wenig ans Wohlklapp. Da gab es dann auch Stufen, die hast du schon gar nicht mehr gespielt, weil es hat keinen Sinn gemacht. So. Gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Ich hoffe, dass ich jetzt trotzdem nochmal gewinne, weil das wäre sehr, sehr wichtig. So, was kann man denn da? Oh, ja, damit kann man auf jeden Fall was Sinnvolles anfangen. Das kann eine schöne Kombo. Kombo, Kombi, Kombo, Kombo, Kombi werden. Ja, aber das nicht mehr. Weil er muss da jetzt mit Bürgerkriegen da ankommen. Willst du mich veräppeln? Das kann nicht dein Ernst sein, ehrlich wahr. Bürgerkriege ist nicht unbedingt das, was ich jetzt hier gerne sehe. Also jetzt mal hier versuchen, da noch irgendwas rauszuholen. Ich bin wahrscheinlich jetzt gleich down. Aber wir versuchen es wenigstens. Mit etwas Glück
Mit etwas Glück gelingt es mir auch dann jetzt endlich mal diese Scheiß. Ja, jetzt sind sie wenigstens mal weg. Das war jetzt hammer, 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 hammer wichtig. Noch bin ich im Spiel. Noch bin ich im Spiel. Jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Jetzt darf kein Fehler mehr passieren. Ist die Frage, womit fangen wir an? Ich muss jetzt erstmal die Tina spielen und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich muss es auf jeden Fall erstmal so rum machen. Das war jetzt sehr, sehr wichtig und auch jetzt muss ich erstmal hier blocken. Ich ziehe dem jetzt erstmal da hinten auch Angriffspunkte weg. So, der kann jetzt auch gar nicht so viel damit anfangen. Dann machen wir hier mal den Peter hin. In der Hoffnung. Ja, das ist noch nicht. Noch ist es nicht rum, das Match. Noch ist dieses Match nicht gelaufen. Ich jetzt mal mit dem mich hoch katapultiere. Und jetzt noch hier mit der Snot Rocket angreife. Dann könnte es unter Umständen noch zu einem Sieg werden. Und das habe ich tatsächlich noch gewonnen. Gegen alle Biondo 85 750. Ja. Das war jetzt wichtig, sonst wäre ich in die nächste Stufe nicht mehr gekommen. Ich habe glaube ich nur noch ein Match, das kann ich jetzt dann auch wieder verlieren, dann kriege ich trotzdem wieder 750. Oder ist es nur noch eins, oder? Ich glaube schon, hier ist nur noch eins, wenn ich das jetzt, ist jetzt egal, wenn ich das jetzt verliere, bin ich trotzdem noch mal in 18.000. Und dann habe ich meinen Soll erfüllt. Wenn ich das jetzt verloren hätte, hätte ich es nicht geschafft. So. Janela von den Tagträumern oder von Tagträumer. Ja, dann würde ich mal sagen, da fangen wir doch mal gleich. Hier gehen wir doch mal gleich in die Vollen. Dann fangen wir gleich mit Liegestützen an. Der Roger ist ja eigentlich eher der Defensive und das könnte unter Umständen jetzt schon der Gewinner sein. Roger in Verkleidung macht nur 18. So, und das müsste eigentlich mein... Und jetzt kommt es noch mit einem Vorschmutz-Dui. Das müsste eigentlich mein Gewinner werden. Bedeutet also wenigstens das letzte Match dann noch gewonnen. So. Mathy Cathy kann da jetzt auch nichts mehr. Also, das ist lächerlich jetzt hier. So, Dr. Bomstein, Flügelmutter Lila und das war's. Also das Match haben wir jetzt zum Schluss noch gewonnen. Das war gut. Von den Tagträumern Janela. So. Ja, dann schauen wir doch mal, was jetzt wir. So, 870 habe ich jetzt so bekommen und damit bin ich auf jeden Fall die nächste Stufe noch aufgerutscht. Ja. Noch den Meilenstein erreicht. Das war alles, was ich hier erreichen konnte mit meinem stärkeren Account. Mit dem schwächeren Account bin ich nicht in diese Stufe gekommen. So. Ja, und da bin ich aktuell hier unter den Top 5000. Es wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen hochgehen dann hier, aber Level 13 habe ich erreichen können, das war's. Dann schauen wir mal ganz kurz in den Rang rein, was wir hier oben momentan sehen. Es sind noch 17 Stunden zu spielen. Warhammer hat sich jetzt tatsächlich nochmal hochgeballert auf Platz 4. Das konnte er wahrscheinlich nicht auf sich sitzen lassen. Neo the Dead auf 10. Erkennt. So. Irgendwie macht es jetzt gerade nichts.
Big Mike auf 24, Heisenberg 26. Ist Master. Und Jovi. Okay. So, und das waren sie alle. Schauen wir mal in die Rewards rein, die uns erwarten würden. Meilenstein 3 haben wir erreicht, Meilenstein 4 absolut unmöglich für mich. 32.000 Punkte zu erreichen. Schon niemals geschafft. So, eine Schlachtbeute wäre das da. Ja. Rangstufen. In die Tausender werde ich nicht kommen. Das heißt, die Dinger kriege ich nicht. Den natürlich auch nicht. Den Mythic Neil Goldman. So. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit dem Herrn gleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.